Hallo und herzlich willkommen bei der Wüstenwelle 96,6. Ihr seid bei der Sendung Cross Culture gelandet, die jeden Sonntag, nein, nur alle zwei Wochen sonntags, hier auf der Wüstenwelle 96,6 läuft. Ihr könnt uns auch im Kabel auf 97,45 hören und im Rottenburger Kabel auf 101,15. Oder überall, von überall aus, via Livestream auf www.wueste-welle.de. Ich bin die Annika. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal bei Cross Culture. Ich weiß nicht, wer von euch die Sendung vor Weihnachten gehört hat, als ich Diane hier im Studio hatte und euch versprochen habe, dass ich Diane nochmal zum LARP interviewe. Damals war sie fürs Theater da, unter anderem fürs Brechtbautheater und hat uns da einiges von erzählt. Leider ist Diane heute krank, aber ihr Mann ist eingesprungen und ist heute da und kann uns was erzählen. Es war sowieso schon klar, dass er mitkommt und jetzt ist er alleine da und ich freue mich sehr und begrüße herzlich hier im Studio den Uli. Hallo. Ja, wir wollen natürlich einiges zum LARP jetzt wissen. Erstmal, was ist LARP? Was kann man sich darunter vorstellen? Okay, erstmal LARP kommt aus dem Englischen, kommt für Live Action Role Playing, also Live-Rollenspiel. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie... Na, was am nächsten rankommt, ist, glaube ich, in Richtung Improvisationstheater. Man muss da leider ein bisschen länger ausholen. Das Live-Rollenspiel hat sich entwickelt aus dem Tischrollenspiel. Das Tischrollenspiel funktioniert so, dass man sitzt gemeinsam um den Tisch, wie bei einem Brettspiel oder so. Aber das Ganze ist, man spielt eine Geschichte zusammen. Also es gibt den Spielleiter oder die Spielleiterin, der sich die Geschichte ausgedacht hat, oder einen möglichen Verlauf der Geschichte. Die Spieler spielen verschiedene Charaktere in dieser Geschichte und der Spielleiter gibt eben die Situation vor und die Spieler reagieren auf diese Situation, sagen, was ihre Charaktere machen möchten, wie sie auf verschiedene Situationen reagieren werden. Und diese Information nimmt der Spielleiter dann wieder, um den Verlauf der Geschichte weiter zu spinnen. Und ist es dann so, dass der Spielleiter schon eine Geschichte im Kopf hat? Oder? Die ist also meistens relativ gut ausgearbeitet. Es gibt natürlich große Unterschiede, ob man den Spielern sehr viel Freiheit zur Improvisation lässt, ob man die Geschichte sehr lose gestrickt hat. Ob man den Spielern wenig Optionen gibt, gibt es die unterschiedlichsten Spielarten. Das ist ein bisschen wie bei einem, wenn man fragt, was ist ein Roman, wie man sagen kann, gut, es gibt Krimis, es gibt Romanzen, es gibt Science-Fiction, es gibt was weiß ich was. Es gibt auch beim Rollenspiel die unterschiedlichsten Spielarten. Und wenn du sagst, es hat sich aus diesem Tischrollenspiel entwickelt, sind es dann auch die gleichen, wie nennt man das denn, Spielarten? So? Also was ich noch kenne aus der Schulzeit, ist das Schwarze Auge. Das haben die da immer gespielt. Und waren da ganz begeistert. Und es war aber so ein Tischrollenspiel, was sie da gemacht haben. Schwarze Auge ist das populärste deutsche Rollenspielsystem. Das englische bekannteste ist Dungeons and Dragons. Wie gesagt, im Deutschen hat sich das Schwarze Auge ziemlich etabliert. Und die Live-Rollenspiel-Variante davon, vom Tischrollenspiel, funktioniert dann eben so, dass auch eine Spielleitung da ist. Und die Leute ihre Charaktere aber halt nicht am Tisch verkörpern und sagen, ich mache jetzt das und das, ich gehe da jetzt rein und versuche die Tür aufzuschließen und nehme den Schatz und was weiß ich, sondern dass man das eben ausspielt. Meistens dann auch irgendwie kostümiert, entweder im Freien oder drinnen, auch da alle möglichen Variationen. Großer Unterschied dazu jetzt zum Tischrollenspiel ist, dass meistens beim Tischrollenspiel der Spielleiter alle anderen Figuren, die nicht die Spieler sind, auch selber verkörpert. Sprich, der Spielleiter macht praktisch den Erzähler der Geschichte, aber auch die Spieler begegnen dem alten Mann am Wegesrand, der wichtige Hinweise hat oder was weiß ich. Das muss natürlich im Live-Rollenspiel dann auch von irgendjemandem verkörpert werden. Sprich, im Live-Rollenspiel unterscheidet man dann zwischen Spielercharakteren und Nicht-Spielercharakteren, die eben praktisch die Welt dann, also die Nicht-Spielercharaktere, diese Welt dann bevölkern. Und die dann der alte Mann am Wegesrand sind, zum Beispiel, deren Ratschlag. Genau, und oft ist es so, wenn man eben als Nicht-Spielercharakter dabei ist, dass man dann im Laufe von so einer Veranstaltung in ganz viele verschiedene Rollen schlüpfen kann, was auch sehr reizvoll sein kann. Und wissen die Nicht-Spieler-Charaktere, was sich der Spielleiter ausgedacht hat und welche Richtung das geht und so? Die wissen den Plot meistens schon. Ah, ja. Wobei es natürlich auch da ganz viele verschiedene Variationen gibt und es auch Spaß machen kann, als Nicht-Spieler-Charakter ein bisschen im Dunkeln zu bleiben drüber, was denn jetzt genau passiert.
Und du hast schon alle Rollen eingenommen von diesen Charakteren, ne? Also von diesen, Rollenbesetzungen sozusagen, die möglich sind. Ja, ich habe sowohl schon Spielleitung als auch Spieler, als auch NSC, sprich Nichtspielercharakter gemacht. Ah ja, super. Und wie lang geht es? Also wie? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, ich habe so ein Tischrollenspiel gemacht und es war einfach nach einem Abend dann rum erstmal. Man konnte dann noch weiterspielen, aber ja. Eben auch wieder der Vergleich zum, sagen wir zum Beispiel zum Roman. Also ein Roman kann sehr kurz sein, ein Roman kann aber auch über 10 Bände mit je 1000 Seiten gehen. Mhm. Wir hatten schon sowohl, also Beispiel jetzt Tischrollenspiel, wir hatten Tischrollenspiele, die waren an einem Abend vorbei, weil es eben ein sehr kurzer Plot war. Mhm. Wir spielen aber auch gerade momentan in einer Runde, die jetzt schon seit 5 Jahren läuft. Wo wir uns dann alle paar Monate treffen, weil einfach die Termine so liegen, dass nicht jeder immer Zeit hat. Aber das läuft eben schon eine Kampagne über sehr lange Zeit. Und wie viele Leute sind da involviert? Bei so einem, beim LARP jetzt? Ja, genau, bei einem LARP, also beim Live-Rollenspiel. Genau. Also vielleicht noch kurz zur Länge von so einem LARP. Ja. Auch das ist sehr unterschiedlich. Ich komme jetzt gerade gestern von einem LARP. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Hängt es mit dem LARP zusammen? Oder? Nein, das war schon vorher, okay. Aber ich bin trotzdem hingegangen. war einfach an einem Nachmittag vorbei. Mhm. Das war also relativ kurz. Wir hatten auch schon zum Beispiel zum Silvester welche, die dann wirklich abends um 7 angefangen haben und morgens um 1 vorbei waren. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Veranstaltungen, die sich dann über eine ganze Woche erstrecken oder sowas. Gerade im Sommer gibt es dann Großveranstaltungen oder sowas, wo man hinfahren kann, die dann sehr lange gehen. Weißt du, seit wann es dieses LARP gibt eigentlich? Ich jetzt nicht völlig falsch informiert bin, seit Anfang der 80er Jahre, so als in der Form, wie man es jetzt kennt. Mhm. Also natürlich in Grundformen wie, ich spiele jetzt irgendeine Rolle mit meinen Freunden, kann man das schon bei ganz kleinen Kindern beobachten. Ja, also man sagt immer Cowboy gemacht. Und Indianer, ich weiß nicht, wer das heute noch spielt, aber... Ich habe Indianer gespielt. Okay, ja. Gut. Wir haben uns mit Blüten haben wir uns Farben gemacht und schön. Auf die Wangen geschmiert und sowas mit meinem Bruder. Also in der Schule war es früher Captain Future, was wir geschmiert haben. Ja, aber du hast gefragt, wie viele Leute mitmachen. Genau. So viele Sachen, dass wir die Fragen gerade... Das ist ein sehr komplexes Thema oder sehr umfangreich, sehr sagen umfangreich. Wir so. Auch da variiert es stark. Wir hatten selber Veranstaltungen gemacht von 5 Leuten über... kleinere mit etwa 25 Leuten. Es gibt aber auch so die richtigen Großveranstaltungen, das Drachenfest zum Beispiel, da gibt es dann schon mal bis zu 6000 Mitspieler. Aber das sind dann halt auch wirklich so diese Mega-Veranstaltungen. Dann muss es aber schon verschiedene Handlungsstränge geben, oder? Bei 6000, das kann ja nicht sein, dass sie alle an einer Geschichte arbeiten, oder? Genau, da gibt es dann natürlich einzelne Lager, also größere Gruppierungen. Das ist dann auch weniger auf Geschichten, sondern zum Teil eher dann auf Kampf- und auf Schlachten-Darstellung ausgelegt. Es gibt dann natürlich auch eine wesentlich größere Spielleitung, also da ist es dann mit 1, 2, 3 Leuten nicht mehr getan, sondern das sind dann auch schon wirkliche große Betreuerteams, die dann da dabei sind. Mhm. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen Musik spielen. Ja. Du hast David Bowie ausgesucht. Ja, genau. Als nächstes. Das ist David Bowie, Magic Dance aus dem Film Labyrinth, was ich gedacht habe, was ganz nett passt, weil eben Fantasy ein großes Thema bei LARP ist. Na dann, hören wir mal rein.